Hallo, herzlich willkommen. Ich würde euch heute gerne etwas über die humanistische Psychotherapie erzählen. Das ist ein Verfahren der Psychotherapie und auch der Beratung, in dem mein Kollege Andreas Ritzenhoff und ich ausbilden, in Kooperation mit dem FIAH, das ist ein Fortbildungsträger hier in Hamburg. Und ich würde gerne diesen Moment nutzen, euch ein bisschen über dieses Verfahren zu erzählen und euch über Grundzüge, Entwicklungen und Möglichkeiten der humanistischen Psychotherapie berichten. Die humanistische Psychotherapie hat sich schon in der Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelt. Es ist ein Verfahren, das letztendlich auf den Grundzügen der humanistischen Bewegung beruht und das davon ausgeht, auch in Abgrenzung zu den tiefenpsychologischen Ansätzen oder zur Verhaltenstherapie, dass wir als Mensch von Grund auf gut sind. Und das hört sich so lustig an, aber das ist gar nicht so selbstverständlich, wenn man daran denkt, dass die tiefenpsychologischen Ansätze uns definieren als letztendlich sehr triebgesteuert oder die kognitiven Verhaltenstherapien uns als System begreifen, das durch Konditionierung, also durch Lernprozesse festgelegt. Die humanistische Psychotherapie geht davon aus, dass wir sinn- und werteorientiert sind, dass wir unser Potenzial in dieser Welt gerne entfalten wollen, also an Entwicklung und wachstumsorientiert sind. Und dass nur, wenn wir nicht die idealen Bedingungen haben, das heißt also unsere Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind oder wir eine sehr schwierige Entwicklung hatten in unserer frühen Kindheit, dass wir diese Fähigkeiten nicht voll ausbilden können. Doch wenn wir gute Bedingungen haben, sind wir sehr daran bestrebt, gut in die Gesellschaft hineinzuwirken und uns zu entfalten. Und letztendlich auch sind wir dazu in der Lage, uns selber zu regulieren und es immer wieder in unsere eigene Mitte zu bringen. Damit arbeitet die humanistische Psychotherapie, die im weitesten Sinne versucht, so etwas wie Selbstheilungskräfte oder Selbstregulationsfähigkeit zu stärken und den Menschen Möglichkeit für Wachstum und Entwicklung zu geben. Ihnen also nicht wie andere therapeutische Verfahren in Form einer Diagnose oder in Form eines du hast das, jetzt musst du mal das machen, damit es wieder besser geht, zu behandeln, sondern auf einer Basis von Augenhöhe und von wirklicher therapeutischer Beziehung letztendlich Wachstum zu generieren. Um das ein bisschen zu erklären und vielleicht auch ein bisschen deutlicher zu machen, würde ich gerne die einzelnen Verfahren einmal deutlicher machen. In erster Linie ist es die Gesprächspsychotherapie oder auch klientenzentrierte Psychotherapie, wie sie heute genannt wird, die versucht in einem, wie sagt man, sehr stützenden oder sehr nährenden Kontakt zwischen Klient und Therapeut zu arbeiten. Carl Rogers, der die klientenzentrierte Psychotherapie begründet hat, ist davon ausgegangen, dass wir, um uns sicher zu fühlen und um wirkliche Wachstum zu gestalten, brauchen wir einen echten und vertrauensvollen Kontakt zu unserem Therapeuten und Begleiter. Dafür müssen wir als Therapeuten in der Lage sein, so etwas wie authentisch zu sein, kongruent nennt man das auch, so dass wir wirklich auch wir selber sind und auf eine Form von cooler, lockerer Therapeutenshow verzichten, sondern wirklich beziehungsorientiert, zugewandt und der Möglichkeit nicht bewertend im Kontakt, sodass sich der Mensch sicher fühlen kann und über diese Sicherheit und diesen stützenden Kontakt in Selbstregulations- und Selbstheilungsprozesse kommt, indem wir ihm letztendlich spiegeln und verbalisieren und ihm unsere Unterstützung geben in diesem Prozess. Und das hört sich vielleicht alles ganz leicht an, aber als Therapeut eine wirkliche Form von Authentizität als Mensch zu erlangen, ohne dass wir unseren Klienten alles erzählen, was wir gerade erlebt haben in unserem Leben oder wie wir gerade Streit haben, sondern in dem Moment authentisch in unseren Reaktionen auf unser Gegenüber zu sein, ist gar nicht so leicht. Also da braucht das ein bisschen Lernen, Üben und auch ein tiefes Verständnis deiner selbst oder einem dir selber nahe zu sein, um das wirklich zu realisieren. Das ist die klientenzentrierte Psychotherapie. Sie ist ein Verfahren der humanistischen Psychotherapie und auch eines, das mein Kollege in diesem Fall, Andreas Ritzenhoff, ausbildet. Mein Verfahren selber ist die Gestalttherapie. Das ist ein von Fritz und Laura Perls in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickeltes Verfahren, das so in den 50er, 60er Jahren in den USA dann auch
quasi zu seiner Blüte gekommen ist. Und Gestalttherapie zu erklären, da tun sich alle ein Stückchen schwer, weil das ein sehr, wie sagt man, das ist ein Verfahren, das im Hier und Jetzt stattfindet und das ohne allzu viel Theorie auskommt. So Fritz Perls sagte gerne, Theorie ist alles Bullshit, sondern auf die Erfahrung im Menschen kommt es an. Und die Gestalttherapie, vielleicht von dem Begriff aus angefangen, ist ein Verfahren, das von seinem Begriff her nicht von dem Wort Gestalten herkommt, könnte man ja denken, Gestalten, Gestalttherapie, sondern von dem Begriff Gestalt annehmen herkommt. Und sie geht davon aus, dass das, was wir aus der Welt erleben, letztendlich zutiefst subjektiv ist. Es ist nicht die objektive Wirklichkeit, die wir hier draußen so sehen, sondern sie ist geprägt von unseren Vorannahmen. Sie ist geprägt von dem, was wir denken über uns selber und über die Welt. Ein simples Beispiel ist, wenn ich zum Beispiel schwanger werden möchte, dann sehe ich die ganze Welt nur von Kinderwagen und glücklichen Familien und Müttern mit Kindern auf dem Arm, etc. Wenn ich es letztendlich geworden bin oder dieser Wunsch in mir nicht mehr vorhanden ist, dann fällt es überhaupt nicht mehr in meinen Blick. Oder vielleicht ein anderes Beispiel ist, wenn ich denke, ich bin nicht liebenswert, so wie ich bin. Ihr mögt mich nicht. Dann werde ich ganz schnell irgendwo in meiner Umwelt durch einen Blick, durch eine Wahrnehmung, durch eine Rückmeldung wieder auf diesen Punkt zurückkommen. Aha, die Welt zeigt mir auch immer wieder, ich bin nicht liebenswert. Wenn dieses Thema nicht mehr in mir existent ist, bearbeitet, verändert, ich einen anderen Schwerpunkt in mir selber habe, dann deute ich diesen Blick oder diese Reaktion meiner Außenwelt vollständig anders. So. Das heißt, unsere Wahrnehmung unserer Welt ist subjektiv. Sie gestaltet sich in uns selber. Das ist wie so ein Vordergrund-Hintergrundbild. Die Welt hat tausende von Impulsen und Deutungsmöglichkeiten und bei mir schiebt sich etwas in den Vordergrund aufgrund meiner eigenen Prägung, Voreinstellung, Erwartung. Und es gleitet wieder in den Hintergrund hinein, wenn sich das Thema für mich erledigt hat. Und dann geht die Gestalttherapie davon aus, dass es sich natürlich auch in jedem Kontakt gestaltet. Auch im Therapeuten-Klienten-Kontakt. Das heißt, irgendwann, wenn ich Klient bin, werde ich auch von meiner Therapeutin denken, die mag mich nicht, die findet mich blöd. Das, was sie macht, das sieht sie mich gar nicht, wenn ich mich gesehen fühle. Das heißt, all unsere Fragen und dem Leben gegenüber gestalten sich auch in unserer Beziehung zur Therapeutin, die ich entweder manipuliere oder wo ich ausweiche, wo ich mich nicht traue, mich zu zeigen und wo alle meine Fragestellungen letztendlich im Hier und Jetzt einfach schon vorhanden sind. Da müssen wir nicht graben in unserer Biografie, wie Fritz Perls so gerne sagte, sondern es gestaltet sich alles im Hier und Jetzt und wir können im Hier und Jetzt zwischen Therapeut und Klient miteinander dazu arbeiten. Und dazu ist es wichtig, wir als Gestalttherapeuten bleiben sehr dran an dem, was der Klient so verbalisiert. Das heißt, wenn mein Klient was erzählt und ich frage, und wie fühlt sich das gerade an, wenn du das so sagst, dann bekomme ich von ihm letztendlich mit, was jetzt von seinen alten offenen Fragen noch da ist in ihm. Das heißt, wie fühlt sich dieses Gefühl an, wenn ich jetzt wahrnehme, oh, die mag mich vielleicht gar nicht. Was passiert denn jetzt in mir? Und indem ich verbalisiere, ein Stückchen dranbleibe an dem, was ich jetzt in mir gerade zeigt, wenn ich an dieses Thema denke, habe ich die Möglichkeit, das im Kontakt zwischen mir und dem Therapeuten neu anzugucken, neu zu verstehen und auch neu durchzuführen. Wenn wir alte, offene Fragen im Hier und Jetzt noch neu durchführen und dabei begleitet werden, dann gelingt sowas wie eine neuronale Neustrukturierung. Dann legt sich dieses Thema danach anders in mir ab. Durch die neue Begleitung und das andere Verständnis meiner selbst, das ich erlangt habe. Denn unsere offenen Fragen sind geprägt von den Möglichkeiten, die wir hatten, als sie entstanden sind. Also von der Art, wie wir damals damit umgehen konnten und wie wir damals Rückmeldungen bekommen haben. Das heißt aber nicht, also das heißt, dass wir all die Kompetenzen, die wir inzwischen erlangt haben und all die Möglichkeiten, die an Heilung liegen in einer empathischen, therapeutischen Begleitung, die sind ja noch gar nicht mit drin. So. Weil heute bin ich ja nicht mehr nicht liebenswert. Früher habe ich mich vielleicht so gefühlt und
Das hat alles zusammengepasst und hat seine Gründe gehabt. Aber heute zutiefst zu fühlen, wie liebenswert ich eigentlich bin und welche Möglichkeiten ich habe, auch mir selber diese Liebe zu geben, die ich vielleicht früher immer vermisst habe. Das ist was, was ich im therapeutischen Prozess entfalten kann. Und das, was ich als Erfahrung mitnehmen kann, die heilend in mir nachwirkt und die mir die Möglichkeit gibt, anders zu sein in der Welt und die Welt auch anders zu erfahren. Das vielleicht mal so als kleines Beispiel, damit ihr eine erste Idee davon bekommt, was Gestalttherapie sein kann. Es ist ein Verfahren, das von mir als Therapeut ein bisschen was fordert. Es fordert, dass ich aufrecht sein kann. Es fordert, dass ich gut mit mir selber bin. Nicht immer, das können wir alle nicht, aber dass wir auf jeden Fall ein gutes Verständnis unserer selbst haben und mit uns selber auf eine gute Art und Weise vertraut sind. Und das ist es, was die humanistische Psychotherapie versucht zu lernen und was wir auch versuchen in unserer Ausbildung zu lernen, mit uns selber vertraut zu werden. Die Fähigkeit zu erlangen, aufrecht mit dem zu sein, was wir selber sind. Und insgesamt auch den Wachstumsprozess zu kreieren, den wir mit unseren Klienten kreieren. Das ist das, was eine Ausbildung lernen kann auf der persönlichen Ebene. Und das macht sie auch spannend und bereichert unser Leben enorm, macht unser Leben selbst echter und aufrichtiger und klarer. Und neben dem, dieser wichtigen Komponente an Wachstum, hat eine psychotherapeutische Ausbildung und auch eine Ausbildung im beratenden Feld natürlich auch Methodenkompetenz, hat eine Kompetenz, dich professionell auf andere Menschen einzustellen, hat die Kompetenz, mit deinen Methoden umzugehen und zu wissen, was passiert, wenn ich diese und die Methode anwende, wenn ich gut verbalisiere, also widerspiegel, was mein Klient gerade gesagt hat, oder wenn ich alles das, was wir in der Gestalttherapie an Experimenten machen, an Arbeit mit Projektionsflächen, an Arbeit mit Biografie, an Arbeit mit Selbstreflexionsprozessen, an Arbeit mit Körper, dass wir diese Methoden, die wir lernen können in dieser Arbeit, selber erprobt haben und auch wissen, was sie auslösen im Klienten. Ja? Vielleicht mache ich hier einfach mal einen Punkt. Und wenn du gerne mehr über diese Ausbildung wissen möchtest, melde dich doch gerne. Am Ende des Films läuft der Kontakt ab, so kannst du sehen, wo du dich hinwenden kannst, wenn du dich für diese Ausbildung interessierst. Wenn du das Video nur interessehalber angeschaut hast, also gerne mehr über die humanistische Psychotherapie wissen wolltest, hoffe ich, dass du vielleicht einen kleinen ersten Einblick gewonnen hast und es dir Freude gemacht hat, mir zuzuhören. Soweit es mal. Tschüss.